Ja, hallo liebe Freunde, hier ist wieder der Ralf und ihr seid zwar unterwegs mit mir, aber heute geht es nicht ums Wandern, sondern heute wollte ich euch nochmal dieses Wireless Lavalier-Mikrofon vorstellen. Ja, jetzt heißt es mal lieber so rum. Ja, aber ich hatte es euch noch nicht in der Praxis vorgeführt. So, was wir jetzt machen ist folgendes. Wir haben jetzt erstmal das Original-Mikrofon von dem Handy. Ja, dann hört ihr den Ton, wie es normal ist. Ich werde mich jetzt mal ein Stück entfernen, damit ihr seht, wie es schlechter wird. Ja, und wenn ich das gemacht habe, komme ich wieder. Dann tue ich dieses Lavalier-Mikrofon mal ans Handy anstöpseln und dann probieren wir das Ganze nochmal mit. So, ich entferne mich mal ein Stück. Ich stolpern und jetzt müsst ihr eigentlich merken, der Ton wird leiser. Ja, das dürfte eigentlich schon mal reichen für den Test. So, ihr seht, das Mikrofon ist installiert. Ich hoffe, es läuft auch. Ja, ihr müsst jetzt einen etwas anderen Ton hören und jetzt entferne ich mich nochmal und dann wollen wir hoffen, dass es besser wird als in der vorigen Aufnahme. So, 1, 2, 3. Ich hoffe, ihr könnt mich noch hören. Ich gehe nochmal ein Stückchen weiter weg. Ja, das sind jetzt ungefähr 10 Meter. Ja, da dürfte es eigentlich noch relativ gut funktionieren. Ich mache jetzt noch was. Ich gehe jetzt nochmal 10 Meter weg und dann seht ihr mich zwar kaum noch, aber ihr müsstet eigentlich den Ton gut hören. So, ich denke mal, viel weiter wird das auch nicht funktionieren, weil es eigentlich eine Bluetooth-Verbindung ist. Wir werden sehen. Ich werde es jetzt mal kontrollieren auf dem Monitor und dann gebe ich euch mal ein Fazit dazu. So, liebe Freunde, ich habe es kontrolliert. Ja, der Unterschied ist wirklich signifikant. Ja, es ist viel lauter, viel besser im Ton. Und ich glaube, das wird jetzt öfters mal zum Einsatz kommen, wenn ich mit dem Handy unterwegs bin. Ich bin also positiv überrascht, weil das Teil ja, ich weiß nicht mehr genau, aber so circa 11 Euro nur gekostet hat. Und dafür funktioniert es wirklich sehr, sehr gut. So, mein Fazit ist, Daumen hoch. Ja, dieses Teil kann man für diesen kleinen Preis wirklich kaufen und man macht nichts verkehrt damit. So, ich hoffe, die Informationen haben euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like da und schaut euch auch das eine oder andere Video an auf meinem Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Und bis dahin, ciao, liebe Freunde.